alle besiegten Pokémon. Mmh. Echt? Na cool. Ja. Ich hab auch sowas. Irgendwas muss Trolliges sein. Botogel, Dummiese, irgendwie sowas. Wo? Also, ihr wollt kein Registeel fangen, das ist langweilig. Wie schnell ist ein Land? Was ist es? Das ist ein Zwielicht. Ah, okay. Yes! Mensch, Troy! Sie haben dir doch ein Hirn programmiert. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass einfach Troys AP ausgegangen sind. Was war hier nochmal? Nee, nee. Ich liebe Megania, es ist schneller als Lantun. Ich konnte Synthese benutzen. Was wirst du, Wüstenruine? Ich habe nur noch 3 Hypertränke. Troy, mach das Ampharos weg, bitte. Es hat doch nur noch ein paar KP. Ich warte noch auf den Donnerschlag-Crit, dann bin ich tot. Ja, jetzt ist er, jetzt wo er anfangen würde, Ampharos anzugreifen, ist er natürlich dauernd paralysiert. Mein Leben. Wieso hasst mich dieser Randomizer? Warum? Warum hasst er mich? Ich habe ihm doch nichts getan. Na, maybe you did something wrong with him. Oh, immer noch paralysiert, mein... Okay, jetzt kommt. Ja, 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 es ist besiegt, es ist besiegt. Ah! Ah! Er kriegt noch ganz gut. Ja, so ein bisschen, Paragu. Oh, es paraflincht mich und verwirrt er mich. Er hat sein Landturn nicht mehr, oh Gott sei Dank. Es paraflincht hier irgendwie alles. Ja, ihr habt das Gefühl, dass ihr echt alles paraflinchen kann. In dieser Challenge sind alle Pokémon Paraflincher. Und was, wollt ihr wissen, was Regirock ist? Was ist ein Regirock? Was ist Regirock? Regirock ist ein... Ich bin immer noch auf langweilig wie Dummiesel oder Botogel. Voltilam! Voltilam. Das wär's mir schon fast wert. Voltilam ist cool. Gengar, Zwirlicht und Voltilam. Das hat sich irgendwie nur verschlechtert. Es ist... Das ist fast schon gut. Also, es ist doch... Ich meine, also... Das ist doch, also... Nee, es ist echt scheiße. Dafür hab ich mir die Mühe gemacht. Oh mein Gott. Was dachtest du denn, kommt da so bei raus? Ja, ich weiß nicht, das hätte ja irgendwas Gutes sein können. Ein Raikasa-Regi-Stil oder sowas. Ein Raikasi-Stil, das wäre doch was gewesen. Oh, das hätte Stil gehabt. Oh mein Gott, Gottverdammte. Das kann doch nicht angehen. Das kann Warum doch nicht dauern die Kämpfe alle so lang? Ja, wir haben schon gar keine Lust auf das Aqua-Versteck. Sag mal, ich hab lieber keine Lust auf die Weltraumstation. Meine Güte, ist Troy dämlich. Hast du noch kein Pokémon verloren, Pokémon? Nein, bisher nicht. Ich dachte mir gerade, welche Weltraumstation meint er? Ja, die in Dingenskirchen, Moosbach oder wie? Ja, ich hab mir gerade schon angesprochen. Mal gucken, ob wir Raikasa schon angesprochen haben. Hat er auch ein physisch-defensives Kadabra? Nein. Er hat ein Ampharos. Troy ist zu dämlich, es anzugreifen. Hat er auch ein Ampharos Need? Nein. Schade. Das ist ja langweilig. Ja, das ist ja gut. Ja. Kacken. Ja, Ampharos Need das in der dritten Gen wäre sehr interessant. Wenn sich das Ding jetzt mega entwickelt hätte, dann wäre ich mir echt verarscht vorgekommen von dem Randomizer. Ich weiß gar nicht, was eure Probleme sind. Ich hab Mark beim ersten Mal besiegt. Ach, du auch? Ich hab nur 2 Pokémon noch, aber ich hab ihn besiegt. Megani hat mal kurz alle 3 weggeraped. Ach, hier war ich schon, okay. Ich muss nach Cernovel. Troy, gib mir den scheiß Surfer, du bist so unnütz. Du bist so unnütz. So unnütz. Hast du ihn jetzt besiegt, oder was? Ja. Ja, hast du es geschafft? Das hat geklappt. Wo muss ich denn jetzt nach dem 4. Orden hin? Da, wo dein Pappen ist. Zum 5. Orden. Ach, Fadi. Ey, ein wildes jetzt, Lamara. Jetzt gibt's aber für den Vater auf die Fresse. Hat der irgendwelche starken Pokémon? Leta King. Was? Ja, es wurde weggemeist. Es wurde nicht weggerandomized. Es wurde schon gerandomized, aber es wurde durch Leta King ersetzt. Oder es wurde gerandomized und der hat durch den Randomizer Leta King bekommen. Genau. Eins der anderen Pokémon, das heißt, Leta King geworden. Ich sag, dass der Randomizer böse ist und einen verarscht. Mit fiesen Komprimator-Scharnierers. Ich hab ein verficktes Stolrak mit 23 KP und Megani mit 5 KP, keine Synthese und komm in einen Kampf mit einem Isso. Wegsperre. Oh.
Minus 10 Punkte. Minus 20 Punkte. Noch nicht, noch habe ich Chancen. Ja, okay, ja, klar, gleich, ist paralysiert. Gleich kommt der Konter. Spiegelcape, Glück gehabt. Ich vergib das. Abgangsbund, ja, scheiße, hätte ich jetzt bestimmt einen Attack, zum Glück vergifte ich dich. Ja, der Abgangsbund kommt schon noch, bevor es drauf geht. Ja, zum dann sind es halt nur minus 10 Punkte. Zum Glück ist es kein Scharnierer. Das noch stimmt ist, ja, dann wärst du jetzt fällig. Noch ist alles das Scharnierer okay. Hätte dich gefickt. Und zwar hart. Anal. Der Meisterfall ist ein Riesen... Ach, ist schön. Oder Luxusball, keine Ahnung. Das ist ein Luxusball. Ich bin ein Spotter und ich hab keine... Das ist geil. Taucher. Wer von euch kann Taucher lernen? Ihr beiden könnt Taucher lernen, das dachte ich mir fast. Cedra King, freu dich, du lernst Taucher, ist voll nutzlos. Was? Ist das echt eine Normalarena geblieben? Wollt ihr mich verarschen? Ja, ja, so ziemlich. Ich hab das Isso also besiegt. Ich hab jetzt bloß keine AP mehr auf meinem Magan hier. Ich schwarz fürs. Oh, dann freu dich, wenn gleich das Graudon kommt. Ich flüchte. Das wird das Graudon anders sehen. Das denkt sich einfach, ich bin Graudon, ich bin trotzdem schneller. Ich bin Graudon, ich hab Werksperre. Meine Urform hat die beste Typ-Kombination, die es gibt. Torge P. Ich hab jetzt voll keine Schwäche mehr und so. Was für ein Typ so? Hatten die Urform? Nein, Boden, es hat Feuer. Einen Feuertyp dazu bekommen. Es ist wow. Seine schlimmste Schwäche ist nur noch schlimmer geworden. Naja, gut. Was hat er jetzt? Also, es war vorher Boden und ist jetzt Feuerboden. Das heißt, es hat jetzt eine Vierfachschwäche gegen Wasser. Ja, allerdings kannst du keine Wasserattacken in der Superdürre einsetzen. Ach, fuck, that Randomizer! Warum sind statische Pokémon alle Kacke? Was hast du jetzt bekommen? Was? Ich bin jetzt bei Raikaza. Was ist es? Und sag es nicht! Pargues lohnt sich nicht für dich, darum. Das ist ein fucking Golking Level 70. Ein Golking, ja! Ein Golking! Du hast Pargues ja länger den Träuber erfüllt, der kann ein Golking feiern, muss ich sagen. Oh mein Gott, ich hab doch gesagt, dass der Randomizer uns noch ein scheiß Pokémon bei den statischen rausschmeißt. So, ein was muss Golking. Ich für Grudel und Kyogre machen? Hab ich noch nie gemacht in Smaragd. Erst nach der Liga. Och, fickt euch! Latias und Latios ist auch erst nach der Liga möglich. Ja, Latios hatten wir ja schon. Ich meine, die Randomizer. Tauchte da so Dummiesel auf, Dummiesel ist geflüchtet. Ich mache jetzt die scheiß Arena von Tschernobyl. Tschernobyl? Ich kauf jetzt Schutz. Was ist mit Tschernobyl? Mit Tschernobyl, ja. Tschernobyl, ja. So, Es hat Tagedieb, das Ding kann Tagedieb lernen? Welches? Ja. Leta-King. Das Leta-King. Ja. Leta-King hat einen Tagedieb, ja. Mach Spaß damit. Ein Kaputops. Ich hab's nach 2 Zügen K.O. gehauen. Ja, das Leta-King war irgendwie früher in Saphir was bedrohlicher als ich es normal gespielt. Was, das Leta-King hatte keine Wunderwache? Chris, was? Ich weiß gar nicht, worauf Norman spielt sein. Will. Irgendwie ist die Eisarena nicht mehr das, was es mal war. Norman spielt sein Leta-King ohne Wunderwache, Mann, der ist ja voll der Versager. Nee, ja. Chris, ich weiß nur, was Chris meint. Chris kennt Leta-King nur noch mit Wunderwache. Warum? Was meine ich denn? Ich frage erstmal Menti, also ich wette mit dir, die drei anderen haben es eher verstanden als du. Was meinst du denn? War ja gar nicht so. Du hast auf unseren Kampf damals angespielt. Nö. Nein. Ach so. Sondern? Ich hab mich zugehört. Auf Pago hat am Spaß gespielt. Was? Ich habe mich für das Sundex gerecht. Okay. Leta-King mit Wunderwache, ein Sumpex mit Wunderwache vier Scharnieras mit Wunderwache. Oder waren es Halteras? Es waren Halteras. Und das Leta-King hatte einen Brave Bird. Nicht vergessen. Wow. Ja, genau. Wow. Also wie war das noch? Ich muss einen Stein gegen deinen Kopf werfen, dann wurdest du gebrave Bird. Ja, Aerodactyl. Genau. Das hatten wir ja letztens. Ich fand aber das Stollrack toll, dass einfach irgendwie alles überlebt hat. Oh, wo muss ich denn jetzt hin? Was ist das für Blödsinn, dass es K.O.-Attacken überlebt, wenn es nur noch ein KP hat? Normalerweise wird die Robustheit doch dadurch außer Kraft gesetzt. So genial, ich hab nur ein KP. Dritte Gen. Ich hab nur noch ein KP mit meinem Robustheitsstollrack und er setzt die ganze Zeit in den One-Hit-KO-Attack rein. Es bringt nichts.
Wir hätten es lieber ein Habitat mit Eiseskälte machen sollen, anstatt des Dings. Das stimmt eigentlich, ja. Hätte ich besser gefunden. Das macht jetzt keinen Spaß mehr, wo Blitznack nicht mehr da ist. Charmant. Ja. Die Achterina ist eine Enttäuschung. Warum? Echt? Langweilig. Die siebte auch. Bei dir ja nicht. Oh nein. So ein kleines Schanera ist da nur drin. Das ist ja voll enttäuschend. Ich glaube, ich laufe gerade im Kreis. Warte, ich habe doch bestimmt ein Fluchtseil, oder? Warum hat Wolfgang Wo ist dieses blöde Aqua-Versteck? Oh ein Stoll aus dem Wasser, what the fuck? Ach, du bist der Flossbrunnen. Ein Stoll aus dem Wasser. Ach ja, Moment, ich muss ja meinen Tod rübernehmen, fällt mir gerade auf. Wieso habe ich kein Fluchtseil? Ach. Wie sie alle einfach heute nur rumschreien. Wieso hab ich das nicht? Warum hab ich dies nicht? Meine Mama mag mich nicht mehr. Von wegen, meine Eltern haben mich nie geliebt. Oder was wird das hier? Ich hab mich verlaufen. Oh, dann geh zu deinen Eltern, die dich nie geliebt haben. Nee, die würden ihn nur wieder vergewaltigen. Ja, deswegen ja, sie lieben dich. Also körperliche Liebe hat nichts mit richtiger Liebe zu tun. Wird nicht besser. Das kann ich echt auch noch. Ich bin richtig. Ich glaube, Briggs denkt gerade über Suizid nach, einfach in die Lava zu springen. Gut, spring hinterher. Ja. Nee, dann schwimme ich ja nach oben. Schwimmer setzt wohl nur eine ein. Ach, finde ich toll. Meine setzt gerade Traunfugil ein. Nee, ich stelle mir das mal vor, wenn er den Pokéball wirft, das wohl Nona fliegt ins Wasser und einfach das erstickt dann. Nimble, das sieht der Ohren. Oh Mann, nee. Nee, Moment. Womit habe ich das verdient? Wo ist der sechste Orden da? Ist der Baumhausen, ist Baumhausen. Ich gebe das jetzt handisch ein, das dauert mir viel zu lange mit dem Showdown Maker. Oh Gott, verdammt, Leute. Wow, ein Level 19er Dratini One-Hit. Was, ein Dratiri? Dratiri? Dratini. Ja. Ich hoffe, es hat Orkanschwinge. Nicht Dratiri. Also ja, wegen klar, meiner darf jeder sich irgendwie einen Arceus mit einem bestimmten Typen nehmen gegen Chris. Alles klar. Wieso? Ich würde nur einfach, dass Pagus macht. Ja, ach so, ihr müsst eigentlich noch Menti erzählen, was los ist, er war ja ganz nicht da letztes Mal. Warum stimmt. Chris gerade so gehatet wird die ganze Zeit. Beziehungsweise warum Pagus. Weil er es verdient hat. Ich glaube, ganz einfach. Ganz am Anfang in der einen Höhle gab es ja Hydropi, wusstest du das? Ja. Okay, fühle dich jetzt auch gehatet. Was? Wir spielen heute doch Sims 4. Menti muss auch noch mit Frikadella schlafen. Wer ist das? Dreckiger Mistkerl! Hat Menti sich schon ein Sim erstellt eigentlich? Ich glaub nicht. Du dreckiger Mistkerl! Warum lachst du denn, Chris? Du bist doch genauso hated. Jetzt weiß ich euch gefühlt, wie ich so angeschlafen worden bin. Ich find's gerade eher lustig. Ja, wir fanden das alle letzte Woche lustig. Ich will töten, ich will Blut sehen, ich will... das sprich ich jetzt lieber nicht aus, die Farbe noch Ich weiß sogar, dass man hier auch einen Morabel und einen Sumpex fangen kann. So, ja, aber es ging einfach nur um ein frühes Hydropi. Tommy, hast du das alles noch im Kopf? Pagu, denk an deinen Blutdruck. Ich denk gerade noch an ganz andere Sachen. Nach dem Pagu dritten Orden kannst du. Falls ich Leute im Chat habe, das ist normal. Nach dem dritten Orden kannst du. Konntest du auch in der Meteorfallhöhle konntest du einen Sumpex fangen. Es wäre zu spät gekommen, aber trotzdem, es war schon in Metaflurtunnel und du wusstest davon! Ja. Du wusstest davon. Als ob ich dir einen eindeutigen Vorteil verschaffe. Naja, du hast auch einen eindeutigen Vorteil. Außerdem haben wir uns am Anfang jedes Pokémon gesagt, dass irgendwie bis zum vierten Orden oder sowas. Und genau wie Hydropi, das, was ihr beide kennt, lasst ihr beide aus.